Laufen die zwei Minuten zum Start von Lauf Nummer 11. Ja, und da denke ich mal, muss sie jetzt mal langsam etwas einfahren lassen. Ganz große Erfahrung mit der Nationalmannschaft. Sebastian Gullameck hat heute noch nicht einmal richtig annähernd glänzen können. Da haben die Fahrer natürlich richtig jetzt die Arena aufgemischt. Und ich denke mal, jetzt müssen wir schauen, was macht Schien jetzt von der dritten Startposition. Normalerweise auf Weiß mit dem roten Helmüberzug müsste eigentlich eine gute Startposition sein. Wenn er es schafft, den Start zu machen, dann ist es auch unheimlich schwer, an Steve Mauer vorbeizukommen. Sebastian Ullerbeck, denn der wird alles andere zu